Es ist tatsächlich so, dass man durch eine Erhöhung des Atemwiderstandes einen gewissen Trainingseffekt hinsichtlich der Muskulatur hat. Das wird auch zum Teil auch schon im therapeutischen Setting so angewendet. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung habe, kann ich durch eine Erhöhung des Atemwegswiderstandes einen Trainingseffekt, der mir auch dann nachher das Atmen erleichtert, erzielen. Ich würde aber hier dann doch nicht die Maske als Trainingseffekt nehmen, sondern würde das wirklich hier im professionellen Setting unter therapeutischer Anleitung machen, als das hier praktisch im Einkaufszentrum zu versuchen. Sport mit Maske geht auf jeden Fall. Es wird sogar auch von Sportlern als Trainingseffekte verwendet, um eben auch die Atemmuskulatur zu trainieren. Natürlich ist die Leistung nicht so optimal, wie das im Hochleistungssport dann vielleicht im Wettkampf zum Beispiel sein sollte. Aber trotzdem würde ich dringend empfehlen, auch gerade im Breitensport eine Maske zu tragen. Es ist so, dass wir, wenn wir intensiv Sport treiben, unser Atemminutenvolumen von 6 Liter auf bis zu 150 Liter erhöhen. Das heißt also, der Verdünnungseffekt auch hier, dass wir im Freien sind, wird zumindest zum Teil ausgeglichen, und wenn man dann auf einem engen Radweg oder auf dem Gehweg unterwegs ist, dann sollte man gerade auch im Hinblick auf die Rücksichtnahme doch eine Maske tragen. Natürlich kann man vielleicht nicht ganz so schnell laufen oder Rad fahren, aber wie gesagt, der Trainingseffekt wird durch die Maske vielleicht hinsichtlich der Atemmuskulatur ausgeglichen bzw. in irgendeiner Form angeglichen. Normalerweise würde ich immer sagen, es ist besser, durch die Nase zu atmen. Die Atemluft wird angefeuchtet und den Austrocknen der Mundschleimhaut wird auch verhindert. Nun gibt es aber jetzt gerade, was das Virus, das Covid-19 angeht, hier die Erkrankung verursacht, Hinweise, dass der Übertragungsweg vor allen Dingen über die Nasenschleimhaut erfolgt. Das heißt, das Virus dockt hier besonders gerne an, sodass ich hier sagen muss, hier brauchen wir noch mehr Informationen darüber, bevor man jetzt sagen wird, man muss auch unter der Maske unbedingt durch die Nase atmen. Vielleicht gibt es da in Zukunft eine andere Empfehlung. Hier würde ich auf jeden Fall sagen, keine Maske verwenden, die einen zu hohen Atemwiderstand induziert. Das Schlechteste, was passieren könnte, ist, dass ich bereits bei geringer Anstrengung Atemnot bekomme und dann die Maske absetzen muss. Das, was ja tatsächlich immer bei den Masken kritisiert wird, ist, dass ich mich vermehrt ins Gesicht fasse und dadurch einen Effekt quasi antagonisiere. Das heißt also, ich sollte eine Maske wählen, die mir auch bei, sage ich jetzt mal, mittlerer Belastung wie einer leichten Steigung oder beim Einkaufen keine Atemnot bereitet, sodass ich die Maske sicher nicht abnehmen muss. Stoffmasken sollten nicht in den Dauereinsatz kommen. Auch Stoffmasken sollten regelmäßig gereinigt werden. Sie sollten gewaschen und desinfiziert werden. Da gibt es ja heutzutage im Internet oder auch in jeder Zeitung genügend Anweisungen, wie man damit verfahren soll. Ob die jetzt in den Backofen sollen oder ob sie bei wie viel Temperatur gewaschen sollen oder mit dem Bügeleisen. Hier gibt es verschiedene Anweisungen. Gerade wenn das, was den Sport angeht, würde ich dringend empfehlen, eine Maske nicht nach dem Sport zum Beispiel noch zu verwenden. Wir haben hier sowohl an der Innenseite als auch an der Außenseite eine mögliche Kontamination. Wenn die Maske nass wird, nimmt die Filterwirkung ab, und von daher sollte man eigentlich immer mit einer gereinigten und vor allen Dingen auch desinfizierten Maske wieder an den Start gehen. Nein, also das Trocknen in der Sonne ist definitiv nicht ausreichend. Wir haben eben eine Kontamination dieser Maske potenziell, sowohl von innen als auch von außen. Das heißt, die Maske sollte so behandelt werden, auch wenn ich sie absetze, als hätte wir hier eine Viruskontamination. Wir sollten auch danach die Hände waschen. Wir sollten aber auf jeden Fall die Maske desinfizieren, entweder durch Hitze oder durch zum Beispiel einen Zusatz von desinfizierenden Waschmitteln. Also hier ist definitiv ein Trocknen lassen in der Sonne nicht ausreichend.